Grüß Gott zum Teil 2 unseres Themas Ambulante Reha. Meine Frage: Wie lange dauert die ambulante Reha? Die Phase 2 ambulant dauert 6 bis 10 Wochen. Der Zeitraum ist deswegen gestreckt, weil die ambulante Phase 2 sowie die Phase 3 sowieso auch berufsbegleitend angeboten werden kann. Das heißt, man muss nicht unbedingt im Krankenstand sein und deswegen sind die Termine auch etwas weiter gestreckt, damit man Beruf und Rehabilitation besser vereinbaren kann. Ich möchte hier aber auch ergänzen, nachdem es sich um MS-Patienten handelt, dass die Phase 2 Neurologie derzeit in Österreich nur stationär angeboten wird. Die Phase 3 ambulant dauert dann praktisch 6 Monate. Meine zweite Frage wird an Sie beide gerichtet. Wo sehen Sie die Vorteile der ambulanten Reha? Und wo sehen Sie die Vorteile der stationären Reha? Der Vorteil, wobei von Vorteil oder Nachteil möchte ich hier nicht unbedingt reden, weil wir schon erleben, dass jeder Patient und jede Patientin mit einem besseren Zustand nach Hause gehen, als er oder sie diese Reha begonnen haben. Und das ist das Schöne, das ist das Motivierende für die Mitarbeiterinnen und das ist vor allem das Schöne auch für die Patientinnen, dass ein messbarer Erfolg da ist. Was spricht für eine ambulante Rehabilitation? Erstens, man kann diese berufsbegleitend durchführen, heißt aber als Voraussetzung auch, dass man gehfähig sein muss und selbstständig in die Einrichtung kommen muss. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist nur ein stationärer Aufenthalt möglich. Ein weiterer Vorteil ist sicherlich darin zu sehen, dass man während des Reha-Aufenthaltes sehr schnell auf die gewohnte Umgebung reagieren kann. Nämlich Dinge ausprobieren, die man zu Hause erlebt, die vielleicht nicht gelingen, die man dann praktisch als Thema mit zu den Therapeutinnen und Therapeuten nimmt oder mit den Ärztinnen und Ärzten bespricht und möglicherweise dann gemeinsam Trainings entwickelt, wie man besser mit dem Alltagsleben letztendlich umgehen kann. Also diese Reaktion ist in dem Fall etwas schneller möglich, als es stationär ist, wobei ich auch sagen muss, auch stationär werden Alltagssituationen sehr gut erprobt und auch nachgespielt, was zu Hause betrifft. Und der dritte Punkt ist natürlich, man wird nicht aus seiner gewohnten Umgebung herausgerissen, sondern macht die Reha praktisch von zu Hause aus. Man ist jeden Tag zu Hause. Das möchte ich gerne ergänzen. Wo könnte ein Vorteil von der stationären Reha sein? Wie ich zuerst schon gesagt habe, es gibt einfach wenige Eigenstandspunkte. Also Tirol, wenn man da Tirol schaut mit ihren ganzen Seitentälern und auch Osttirol oder Reutte, wo es eigentlich Innsbruck sehr schwer erreichbar ist. Hier glaube ich, sollte der Patient genau abwägen, schafft er das auch jeden Tag oder an den gewissen Reha-Tagen jeden Tag nach Innsbruck oder nach Wörgl zu pendeln oder ist es ihm möglich, dass er wirklich 4 Wochen aus seinem Alltag aussteigt, in das Reha-Zentrum Münster kommt und sich 4 Wochen intensiv auf seine Gesundheit konzentriert und auf die Reha-Fortschritte konzentriert. Was noch ein Vorteil ist auch, wenn Sie mich schon mit Tirol fragen, Münster ist ein großes Reha-Zentrum, wo viele Indikationen gebündelt sind. Somit haben wir auch die Möglichkeit, dass viele Fachärzte, Allgemeinärzte, Therapeuten, Logopäden, Diätologinnen und alles gebündelt ist und da kann man wirklich schauen, 4 Wochen drauf, wie geht's mir, habe ich sonst auch noch Defizite, was ich gerne rehabilitieren könnte oder was man, dann wäre das einfach ein großer Benefit. Danke sehr. Im dritten Teil hören Sie mehr zu unserem Thema. Vielen Dank.